Wir spielen heute Assassin's Creed Mirage. Let's go. Optionen connected. Seite, neues Spiel. Wir gehen rein. Bam, 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 bam. You asked me once about this memory. I lied. I told you it was lost. I worried the wrong lesson would be learned. Ich glaube, wir müssen gleich starten. But this man lived many lives. Was habe ich gesehen? No. Dann starten wir nochmal schnell das Spiel. Viel Spaß. Danke. Spiel starten. Hallo? Hallo. Wieder was ich weiß, noch über etwas von Karten her mit der Mann. So, Assassin's Creed Mirage Optionen, schauen wir nochmal. Zack, zack. Fotomodus, Bildrütteln, Zielhilfe. Gar nicht eigentlich, aber ist egal. Interface Deutsch. Kompass an, Bekanntheitsgrad an, Audio. Audio, gesprochene Sprache Deutsch. Übernehmen, ja. Das war's eigentlich schon, allgemeine. Pitch-Hinweise, aha, ja, ja, gut, gut, dass ich kein Englisch kann, perfekt, super, habt ihr es gemacht. Komm schon, Deutsch. Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleite zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats, das ist ja mit Dings drauf, oder? Oberfläche kommt eine Verderbnis zum Vorschein. So Stern da drauf, oder? Ja, voll gerne. Schau, so taugt das Scheiße. Breitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten. Na, mit den Punkten nicht. Und okay, mal holen. Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Ein ewiger Konflikt. Damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. So, okay. Oh. Interessanter Zeit. Was? Oh. Okay. Oh, my God.
Hallo? Okay. Ruhig, Basim. War nur ein Traum. Atme. Atme, atme. Geht doch wieder. War es wieder der Djinn? Der Djinn? Ah, ein Chino. Und was wollte unser Freund diesmal? Djinn. Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Na geh, Basim, mir zählt doch sowas nicht. Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Was, Darwish? Die schon wieder? Verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Jawohl. Wir kommen gleich raus. Müssen Sie das einmal anschauen. Zusätzliche Inhalte freigeschaltet. Quest die 40 Räuber wurden zu deinem Spiel hinzugefügt. Deluxe-Paket. Jawohl, du musst weiter in der Geschichte vorankommen, damit diese Inhalte verfügbar werden. Ja, das ist, werden wir schon zusammenkommen. Habe keine Hufe. Entsammeln. Oh, Smaragdring und billiger Schmuck. Gaunerlebens. Was? Äpfel. Hallo? Ah, und da schlafen wir. Du sagtest, wir hätten einen Auftrag. Erledigen wir ihn. Ja, relax, da draußen. Komme ja schon. Müssen da schauen. Wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Lasse das Versteck. Wieso Versteck? Mich, was sie an diesem alten Plunder. Wie gemütlich auf Stroh. Eine Elefantin. Oh. Schau mal da. Das ist nicht lesen. Egal, schauen wir mal. Hallo. Hallo. Guten Tag. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Okay, nun. Diese Aufträge. Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Hallo. Vertraut dir, so viel ist sicher. Guten Tag. Das gilt auch für Sie? Für diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten Sie das auch zeigen. Setz dich der Gefahr aus und sie geben dir. Hallo. Sie sind Freiheitskämpfer, nicht? Oh, Chicken. Ich weiß, was er erzählt. Chicken. Sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Hallo, guten Tag. Provinz Bagdad. 1861 UZ. Parkour. Oh, ich kann da runterspringen. Da. No, Möwe. Wir springen, jawohl. Auf, ja, Hammer. Easy. Hallo. Okay, jawohl. Das geht sich aus. Ne Palme. Voll genial. Jawohl. Zack, zack. Oh, da hängt ein Teppich. Wir springen, hallo. Vielleicht können. Oh, hallo. Okay, dann doch da rüber. Da rüber. Da rüber. Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein, ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. Ja, was ist ein Gilgamesch? Ich verstehe so manche Sachen nicht. Viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es schön. Ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Hinunterklettern, jawohl. Vielleicht sind sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich verstehe.
Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Kalifat. Voll genial, oder? Wie? Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen. Sag mal, Obststand. Einfaches zum Warnwerden. Gemüsestand, Obststand, Adlauge. Aha. Ja, stiehl den Beutel. Ja, das. Wir haben diesen Beutel vergessen. Das ist unserer. Jemand was bemerkt. Jawohl. Kein Problem. Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. Was? Ja, fliegen. Dieser eitle Gockel da. Er muss etwas von Wert dabei haben. Ah, okay, dann. Taschendiebstahl, setzt das Adlerauge ein, um den Beutel zu finden, welche Kostbarkeiten enthalten. Drücke in der Nähe, um einen Taschendiebstahl durchzuführen. Drücke in den richtigen Moment erneut, um den Diebstahl erfolgreich abzuschließen, ohne erwischt zu werden. Ja, easy. Die Rahmen haben wir bekommen. Das ist anscheinend die Währung, die Rahmen. Und dort drüben an dem Stand. Sie hat auch Geld. Danke, Hazy. Sach, die Rahmen. Die auf dem Stand. Ah, da. Ja, natürlich. Zack, nächster. Plus 4. Hallo. Guten Tag. Was haben wir da? Gut gemacht. Na schau. Wahrlich der Meisterdieb von Elmbach. Höre Lahmbach heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Darwish wartet sich ja schon. Triff dich mit Darwish. Okay, nun. Auf die Palme. So, da, ja. Hüp, hüp, hüp. Ah, Taschendiebstahl. Zack. Eiserne Brosche. Nehmen wir mit. Vielleicht können wir die verkaufen. Arwish, wo bist denn? Ah, da. Da ist Bassem. Hallo. Ich grüße dich. Hallo. Die haben aber viel Energie. Was ist da los? Wie geht es deinem Knie? Viel besser. Hab's eingewickelt und ein paar Tage geschont, wie du sagtest. Super. Gut. Solange es dir jeden Tag ein bisschen besser geht und du dich nicht überanstrengst, wird es gut verheilen. Ist dir das auch schon mal passiert? Weißt du deshalb, wie man es behandelt? Ich kenne Kratzer und Beulen nur zu gut. Habe aber gelernt, sie zu vermeiden. Das solltest du auch. Wenn ich darf, deine Sandalen sind abgewetzt und geben dir keinen Halt. Deine Knie müssen jede Bewegung stützen. Wir müssen etwas Besseres für dich finden. Etwas, das passt. Aber das ist gar nicht so leicht. Bei Moscheen gibt es Schuhwerk. Da finde ich sicher ein besseres Paar, wenn du mich dafür nicht verurteilst. Ha, mach dir wegen mir keine Sorgen. Das ist eine Sache zwischen dir und Allah, Sadiki. Die haben aber viel Energie. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Mit Sicherheit großspurige. Hast du was Gutes gestohlen? Hallo, Basse! Komm her, na komm! Was wohl? So trifft dich mit Darwish, machen wir das einmal. Hallo? Darwish, hallo? Sieh an, da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment! Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geht zu Saida. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen.
Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Was? Ich hab gesehen. Stiehl das Verzeichnis. Okay, schauen wir mal, was da noch herumliegt. So. Bücher. Oh, da, lesen. Und uns Sammlern. Darwis, Sattwikwi. Wie die größte Schönheit in deiner unscheinbaren Fassade verborgen sein kann. Unbezahlbare Edelsteine verstecken sich hinter dem einfachsten Stein oder der bescheidenen Ladenfront. Du musst wissen, dass ich erlesene Kostbarkeiten sammle und dass mir zu Ohren kam, du hättest wertvolle Steine aus Saran, Hib, Marakte aus Khorasan und Perlen aus dem Meer um Al-Hind auf Lager. Solches Geschmeide würde ich ewig in Ehren halten. Nenne mir deinen Preis, ich werde ihn bezahlen. Okay, das war's. Mehr haben wir da nicht. Dann reden wir mit den kleinen Kindern da. Wohin ist dein Lächeln verschwunden? Was ist passiert? Ich will nicht darüber reden. Ah, aber ich gehe nicht, bevor du es tust. Wir brauchen jemanden, um die griesgrämigen Winde aus... Wird gespeichert. So. Sitzen. Dip. Nein, es statt M. Aha. Okay. Ich sehe wie mit dem ganzen Soldat. Haben die Schwerter im Spiel? Natürlich! Das sind Soldaten! Ich würde gern ein Schwert stehlen. Oh, hallo. Ja. Wohin ist dein Lächeln verschwunden? Was ist passiert? Ich will nicht darüber reden. Na. Aber ich gehe nicht, bevor du es tust. Wir brauchen jemanden, um die griesgrämigen Winde aus Darwishs Gemächern auszugleichen. Ist er für die dunklen Wolken über dir verantwortlich? Er hat mich angeschrien, mich ein hasenhirniges Balk genannt. Und nur, weil ich ein paar Wachen aufgescheucht habe, die mich genervt haben. Wie harsch. Ich hätte es genauso wie du gemacht. Meinst du, er wird mich wegschicken? Du kennst ihn nicht so gut wie ich, Mutia. Deswegen sage ich nur eins. Darwish mag grob erscheinen, aber er hat ein weiches Herz. Er versucht nur, dich zu beschützen. Und doch ist etwas Vergeltung angebracht. Was können wir tun? Ah, morgen, wenn alles ruhig ist, setzen wir uns auf ein Dach in der Nähe und werfen Steine gegen seine Wand, wenn er versucht zu schlafen. Ausgezeichnete Idee. Bis später, Bassem. Ich würde gern ein Schwert stehlen oder einen Helm. Du bist Hallo? Haben Sie sonst noch was über das Verzeichnis gesagt? Oder was Sie damit wollen? Ich sage dir, was Sie mir sagen, Bassem. Wie immer, nur das Nötigste. Warum fragst du? Ich wüsste gern, was es ist, wozu ich meinen Beitrag leiste. Du hast viel dafür getan, ihre Bestrebungen zu unterstützen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Nur ein Wort der Warnung, denn ich tue dies nun schon lange genug. Alle, wirklich alle, die im Schatten arbeiten, tun dies nur, weil sie es müssen. Angesichts drohender Gefahr zum Beispiel.
Und dadurch, dass wir an ihrer Seite arbeiten, haben wir die Gefahr an unsere Tür gelockt. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht hineinlassen. Du bist auf dich allein gestellt. Was haben wir denn da drin? Einsammeln. Was die haben. Essen, Gesundheit ist voll. Ja. Aber nix. Das ist kein. Ich will nicht, dass du wütend bist. Ich habe den Auftrag angenommen, also werde ich ihn auch ausführen. Ich bin nicht wütend, Basim. Ich verstehe nur einfach nicht, warum du deine eigenen Interessen unter die anderer stellst. Du schuldest niemandem etwas außer dir selbst. Vergiss das nicht. Das ist kein Auftrag. Das ist ein Gefallen. Ich arbeite nicht ohne Bezahlung. Ja, dann schauen wir noch weiter. Stilles Verzeichnis. Oh ja. Yeah. Wie viele haben wir letztendlich bekommen? 16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte, und entsorgt den Rest. Warte hier. So, Entdeckung bekommen. Und da kommt er schon. Eliminiere Gegner, während du unentdeckt bist, um dich von den Kampf wickeln zu werden. Fakt. Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. Magen brauchen wir nicht. Machen wir gleich da auf. Gegen einen Truppen. Niederschlagen, na klar. Okay, da ist ja keine Wache. Okay, perfekt. Dann gehen wir da rauf. Wo soll man rein? Tür verschlossen. Oh. Nicht mehr lang. Genau, nicht mehr lang. Na warte. Ein kleiner Moment. Wir warten. So, hier oben ist auch nichts zum Öffnen. Aber da hinten. Einfach da niederschlagen, ja. Down. Da. Gehen wir auch nicht rein. Hey. Da ist die Kiste da oben. Da gucken wir mal nicht rein. Hallo, einsammeln. Kommen wir mal auch nicht rein. Mal in Duckdorfer. Da ist ja verschlossen. Wir brauchen Adlerauge. Ja, wir brauchen einen Schlüssel. Ja, gehen wir mal um. Was wir da haben, ein Versteck, glaube ich. Das ist ein Versteck, hallo? Na? Oh, der hat den Schlüssel. Ah, ist der Schlüssel. Das heißt, wir müssen da oben. Sucht uns keiner.
Flaschenzug benutzen. Müssen schauen, dass wir da irgendwo reinkommen. Alle Türen zu, oder was? Wieder verriegelt von der anderen Seite. Da unten. Weißt du, springen aber einfach am Kopf, oder? Dick. Zack. Down und schauen wir mal. Schaut's ganz gut aus da. Ja, haben wir da einen Loot? Ja, da haben wir Loot. War eine Kiste. In Ruhe plündern. Faulenfeder, Dirham, 26 Dirham. Da war ja eine Türe nur zum Öffnen, oder? Schlossen. Oben. Schauen wir mal. Wo können wir die Tür öffnen? Wir entriegeln. Okay, wer ist das jetzt mit Valhalla? Haben wir einfach drauf geschaut. Ist okay. Da steht er schon so. Pfeifen. Na, braucht man nicht. Wir dann einfach niederschlagen und fertig. Einsammeln. Einsammeln. Tragen. Na, tragen haben wir nicht. Ein Lagerhausschlüssel haben wir mal. Essen. Gesundheit ist voll. Fenster können wir entriegeln. Verlorene Schlüssel. Was haben wir da? Ist nutze den Adlerauge, ja. Außenfutter, da können wir auch entriegeln. Können wir da entriegeln? Ah, okay, da können wir verstecken. So, im Endeffekt müssen wir das Verzeichnis stellen. Das da mal gleich mal. Zack, da gehen wir raus. Bringen da auf, okay. In, ja, oder so. Gehen da rüber, ja, oui. Sind die Gegner sind da einer. In der drüben zwar drei. Und da unten. Ja. Machen wir mal die Türe auf. Dann gehen wir mal rein da. Ist es das, wonach ich suche? Und das Fenster zum Öffnen einsammeln. Noch ein Würfel. Mal eine Truhe. Wo rennt denn der mal an? Was ist denn da verkehrt? Welche Geheimnisse das Verzeichnis birgt. Vielleicht bekomme ich den alten Grieskram dazu, unserem Kontakt etwas zu entlocken. Du selber noch schon, oder? Hallo, Al-Anbar, okay. Konzeptgrafik. Codex. Geschichte Bagdads. Na gut. Mehr. Dann gehen wir da weiter. Wieso sitzt der nicht einmal? Okay, easy, einsammeln. Oh, die haben. Das die haben ist gut. Nochmal, was ich gesehen habe, vorhin. Wo geht's auf? Da haben wir die nächste Truhe. Ja, da ist eine Leiter. Wieso nehmen wir nicht gleich die Leiter? Dann gehen wir nur auf. Plündern. Aber wieder Tier haben. Jawohl. Oh yeah. Den haben wir gekillt. Ich frage mich nur, was mit der Kamera ist. Ah, okay.
Du bist noch heil, wie ich sehe. Das war viel zu einfach. Die Kameraeinstellung so normal. Wie der Gestank des Hochmuts aus deinen Proben trägt. Hallo. Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ich sehe, was ich tun kann. Sie sieht wichtig aus. Solltest einen besseren Lohn aushandeln. Shh. Ah, Basim, gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Du bist eine von ihnen. Da. Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert. Ja, dass es die gesuchte Truhe ist. Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Für diese Beleidigung sollte ich die Hälfte behalten. Gibt es große, ja, genauso. Danke, Darwish. Hör zu, Basim. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Ja, okay. Warum musst du dich lächerlich machen wie ein... Ein was? Wie ein Bettler, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischt. Verzweifelt? Ich bin gut in dem, was ich tue. Diese Frau sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Sie will dich aber nicht. Du bist ein Straßendieb mit schmutzigen Füßen. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Oh. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Chassis. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Hände abwehren, wenn sie mich beim, Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. So nennt man das. Du riechst übel. Was ist das? Ah, wir haben von früh an im Hafen geangelt, hatten aber kein Glück. Am Hafen? Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe mitbekommen? Ja, eine schwarze. Ein sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Palast. Du hast mir sehr geholfen, Jassib. Jawohl, super. Liegen heute schon die Münzen. Was hast du denn vor? Sie wollen diese Truhe und ich werde sie ihnen holen. Die werden schon noch sehen. Man dringt einfach nicht zu dir durch, oder? Dann machen wir es gemeinsam. Wenn du im Winterpalast erwischt wirst, wirst du auf der Stelle erschlagen. Im Winterpalast, ja klar. Und ich weiß, wo wir einen finden könnten. Ja, okay. Im Winterpalast nennst du es also, sprich mit Nihal. Also, wenn du es aushältst, zur Abwechslung einmal mir zu... Aber was ist das für Kameraeinstellung, hallo? Aktionssteuerung. Bildschirm. Gameplay. Interface. Was ist denn wieder Maya Obo App? Ja.
musst nicht mitkommen, Nihal. Ich weiß, wie du zu der Sache stehst. Es ist himmelschreiend dumm. Aber ich kann dich wohl nicht davon abhalten. Also werde ich dich begleiten und so lange nörgeln, bis du beschließt, keine Truhe zu stehlen. Aus dem Winterpalast. Des Kalifen. Wenn du es sagst, klingt es nur umso verlockender. Gehen wir nun oder nicht? Geh du voran. Das ist ein irrwitziger Plan. Selbst wenn du Erfolg hättest und sie dich bei sich aufnehmen. Was? Wirst du uns vergessen? Natürlich nicht. Ihre Ziele sind unsere Ziele. Deine, meine und die jedes anderen Menschen auf der Straße, der vergessen wurde und von Brotkrumen und schmutzigem Wasser lebt. Ich kann ein Werkzeug sein, das uns aus diesem Leben führt. Dass es Jassib ermöglicht, seine Talente als echter Handwerker einzusetzen. Das sicherstellt, dass gute Leute wie mein Vater nicht entsorgt werden. Und dass Kinder sich nicht fragen müssen, was der Morgen bringt. Ich verstehe, was du sagen willst, Basim. Aber du malst das Bild einer Welt, die es nicht geben kann. Atzeo. Bin ich anderer Meinung. Aber die Kameraeinstellung verstehe ich nicht ganz. Wieso? Ja, wie wert, dass ich da weg bin. Du kannst es nicht umstellen. Na. Ich verstehe nicht ganz. Vielleicht muss ich da durch. So, schauen wir mal, vielleicht geht's jetzt. Erfolg hättest und sie dich bei sich aufnehmen. Was dann? Wirst du uns vergessen? Natürlich nicht. Nimmt schon zu der Gurdas. Sind unsere Ziele. Deine, meine und die jedes anderen Menschen auf der Straße, der vergessen wurde und von Brotkrumen und schmutzigem Wasser lebt. Ich kann ein Werkzeug sein, das uns aus diesem Leben führt. Dass es Jassib ermöglicht, seine Talente als echter Handwerker einzusetzen. Das sicherstellt, dass gute Leute wie mein Vater nicht entsorgt werden. Und dass Kinder sich nicht fragen müssen, was der Morgen bringt. Ich verstehe, was du sagen willst, Basim. Aber du malst das Bild einer Welt. Sumerischer Ring. Da bin ich anderer Meinung. Ah, du liebst auch noch was. Ha? Was haben wir denn da? Ein Smaragdring, jawohl. Ort entdeckt, Winterpalast. Da ist er, der Winterpalast. Wo? Da? Hier lang. Da? Ich folge dir. Dann gehen wir da rum. Warten wir auf den Einbruch der Nacht. Ah, du. Es wird schon bald finster. Und? Weckt dieser Ort nicht schöne Erinnerungen? Vor nicht allzu langer Zeit zählten wir hier im Schutz einer Nacht wie dieser unsere Beute. Damals stand weniger auf dem Spiel. Und es gab weniger zu gewinnen. Nun, bevor du heute irgendwas gewinnst, musst du es erst einmal erreichen. Und so wie ich das sehe,
erfordert das ein wenig Kreativität. Wir könnten auch durchs Haupttor gehen. Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie es lief. Wo gehst du hin? Ich hatte einen klugen Einfall. Sollte dir ein solcher fehlen, wäre es gut, mir zu folgen. Warte! So, still dich in den Winterblast. Die Verborgenen wollen, dass eine Truhe gestohlen wird. Ja, Sipsa. Bewachen sie zum Winterblast brachten. Der Inhalt der Truhe ist weiterhin unbekannt, aber wenn der Kalif damit zu tun hat, ist es das Risiko sicherlich wert. Nihal weiß, wie man in den Palast gelangt, aber es könnte auch andere Wege geben, sich in das streng bewachte Gebäude zu schleichen. Suche nach Möglichkeiten, in den Palast zu schleichen. Gespeichert. Und ist das jetzt dadurch sichtbar? Na. Und das haben wir eine Legende, ja, oder haben wir Legende? Bekannter Aufenthalt, entdeckter Ort, okay. Händler, Söldner, Gelegenheit, sonstige persönliche Fotos. Ich habe keine Suche, einen anderen Eingang. Es ist dunkel. Oh. Komm. Nihal! Du hängst dich an mich ran? Sehr vernünftig von dir. Ich weiß doch, wie ungern du allein bist. Gefährliches und gefülltes Land. Oh ja. Da drüben sehe ich ein paar Wachen. Offen, ja? Linsen mit Limettensaft. Granatapfel und Zitrone. Ich kann es schon schmecken. Ich habe was gehört. Okay, darauf. Vorsicht! Werden da überall Mohnblumen angesetzt? Ist das ein Spiel für dich? Los jetzt! Ruhe. Auch mit der Truhe, man öffnet diese Truhe. Irham. Irgendwo. Gegner? Oh, Orangen, wer will Orangen? Ich bin mal sicher. Da könnte ich mich warnen. Hast du die Gäste gesehen? Die zwei Gegner, wir gehen runter. Jetzt rauskommt dann mal ein Problem. Gut. Diese Tür könnte unser Eingang sein. Dann gehen wir rein. Ohne den Schlüssel. Ja, den brauchen wir. Dann sieh dich doch mal um. Ein Blastwächter hat den Schlüssel. Und zwar der da. Jawohl, perfekt. Was? Ah, müssen wir da drucken. Essen brauchen wir nicht.
Müssen wir mal schauen, wie wir da den Schlüssel abnehmen. Machen auch kein Adlerauge, aber da kommen schon die. Wie sind es denn? 2? 1, 2, 2, 3. Wir drehen da um. Und her. Mein Gott. Na, komm da her. Ja, genau. Perfekt. Es ist besser so. Genau, Schlüssel für den Winterpalast. So, jetzt müssen wir nur mal da vorbeikommen. Ein bisschen da oben. Zack. Easy. Hast du Graben? Ja klar, haben wir den Schlüssel da. Open the door. Der Kalif scheint beunruhigt. Und sein schwer zu bändigender Sohn macht es nicht besser. Der junge Mann ist neugierig. Er ist zum ersten Mal im Palast, oder? Soll er doch herumstreuen. Geh auf ihn ein. Es soll schließlich ein kurzes Treffen werden. Da sind sie. Komm! Der Kalif erwartet euch. Sie sind hier, mein Herrscher. Hinaus, ihr alle. Ich werde sie allein treffen. Vater, lass mich bleiben. Nehmt ihn mit. Sieht schwer aus. Die bekommen wir nie aus dem Palast raus. Dann muss ich halt einfach nehmen, was darin ist. Ja, was ist das? Willkommen, es ist alles vorbereitet. Schink. Mir ist bewusst, dass euch das viel bedeutet. Seid gewiss, dass sie hier wohl bewacht ist. Das ist wohl auch das Mindeste. Wir werden unsere Arbeit verrichten und zu dir zurückkehren, wenn wir soweit sind. Sei bereit, Kalif. Könnte ich es einmal sehen? Den Inhalt? Was? Wir es mit dem Leben beschützen sollen, sollten wir wissen, was... Du hast nichts gesehen. Und du sagst nichts. Hast du verstanden? Ja, natürlich. Es lege mir fern. Das ist die Gelegenheit. Ja, jetzt bin ich aber gespannt, was da in der Kiste drin ist. Schauen wir mal. Die den Inhalt der Truhe. Wo kommt jemand? Ah, da. Oh, kein Problem. Hier lang. Sieht ruhig aus. Ja, du schaust, da kommt jemand. Jetzt ist es wieder ruhig. Ich hätte nie gedacht, dass ich je hier sein würde. Na ja, genau. Sieh dir nur die Bögen an. Die sammeln Flamingo-Federn. Nicht zufällig deine Spitzhacke dabei, oder? Noch mal öffnen. Na, jetzt schauen wir, was da drin ist. Dann, Basim. Öffnen, schnappen, rennen. Los, beeil dich! Was? So ein Siegel? Gib mir das! Nein! Nein! Hast du eine Ahnung, was sie mir antun werden? Bitte! Es tut mir leid! Das ist deine Schuld! Nicht! Bitte! Diese kleine Ratte!
Nein! So wird's ab. Lauf! Nihal, warte! Vater! Pass den Bosch! Okay, run, 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 fliehen. Hüpf, hüpf, hüpf. Da kommen wir durch, zack, easy. So, da rutschen. Hier kommt niemand vorbei! Ah, hat er jetzt gesagt. Wir gehen rauf. Nein, nicht oben, Affe, ja, genau. Und dort, zack, auf Seil, perfekt. So. Wir rennen ins Versteck zurück. Oh, wieder so Seil. Ich glaube, da waren wir schon, da kennen wir sie eigentlich aus. Ja. Was haben wir getan? Die Gegner suchen den letzten markierten Standort. Wimmern können wir auch. Dann gehen wir in unser Versteck zurück. Mal durch. Oh. Und ein lieber Läufer. Und da Manu. Anonymität. Die Gegner haben aufgehört zu suchen. Und du bist nun wieder unbekannt. Kämpfe zu entgegen, solltest du weglaufen und dich verstecken, wenn du entdeckt. Nihal, sie hat. Was hat sie sich gedacht? Ich muss sie finden. Ist bestimmt zu Hause. Nihal. Dann schauen wir mal hin. Lump, was haben wir gleich wieder am Boden? Nein, hör auf! Bitte! Was willst du von mir? Ruhig, Basim. Nihal? Nicht ganz. Geht es dir gut? Gut, weil du mir davon erzählen musst. Ich weiß nicht, was du meinst. Sag mir, was passiert ist. Schweigen wird dir hier nicht helfen. Ich will nicht schweigen. Ich kann nur nicht erklären, was ich sah. Dieses Ding, es hat etwas mit mir gemacht. Ich war woanders. Mir war kalt. Ich hatte Angst. Ehe ich mich versah, hatte der Kalif seine Hände an meiner Kehle. Ich... Es war ein Unfall. Ich hatte nicht vor. Ich wollte doch nur helfen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ich habe ein Boot am westlichen Anleger. Was? Nein, ich kann nicht weg. Ich muss Nihal finden. Halte kurz ein und denke nach, Basim. Die Wache des Kalifen sucht nach einem Mörder. Einem jungen Dieb, der aussieht wie du. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie dich gefunden haben. Und wenn das geschieht... kommst du nicht in den Kerker, sondern direkt in ein Grab.
Ich biete dir eine zweite Gelegenheit. Ergreife sie. Nihal, Darwish, sie alle sind in Gefahr. Die Soldaten jagen alle, die wie ich aussehen. Jetzt bist du mal nieder da. Oh, du bist meins. Jawohl. Hey, na. Komm da auf, will ich aber. Na komm. Jawohl. Ja, da sind zwei. Ich bin nirgendwo sicher, wenn ich die Wachen nicht abhänge. Ja. Das ist immer gut. Richtest. Es war deine Idee, aus dem Palast zu stehlen. Nur damit du deine schlauen Freunde beeindrucken kannst. Ich habe uns gerettet. Du hast ihn getötet. Das warst du. Es kam von da drüben. Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Schnell! Alle sind tot. Obwohl ich es war, den sie bestrafen wollten. Ich darf nicht hier sein. Ich muss... Gut aufgepasst. Seid geduldig. Aber wir müssen weg. Lauf mal so nah weg. Ich scheitere nicht. Zug. Wo kommen wir denn auf? Ja, hallo. Na, Elixier und auf wieder. Und der nächste. Hallo. Die zum Anleger. Hm?
Da unten ist der Anleger. Weiß es die von alle anbar. Hey! Ist er das? Ich denke schon. Das reicht mir. Und dann. Was hast du vor? Nicht nachdenken. Na, Widow. Blub, blub, blub. Loop, loop, loop. Wieder er. Kernherausforderung abgeschlossen, XP. Okay, okay, wir haben aber einen Trank. Ein Trank ist weg. Super. Ein neuer Tag. Alamut. Zwei Monate später. Zwei Monate schon wieder später, okay. Gehöre zur Ausbildung zurück. Na, stopp. Ausgeschaut. Schaut's noch nix aus. Mann. Jo. Fuck. Wir werden einfach Assassin's Creed Fotograf. Gespeichert, komm. Zack. Bist du gewinnende Pflanzen? Gewinnende Pflanzen. Da bist du ja. Bist du bereit? Ich...
Ich denke schon. Lass den vergangenen Tag hinter dir. Auf den heutigen hat er keinen Einfluss. Zieh dich an und wir können beginnen. Übe den Todessprung. Wie wir es geübt haben. Ja, Meisterin. Jawohl. Boah. Glück, Höfer. Düm, düm. Du kannst natürlich hier klippen, nur dort erklimmen, wo es genug Angriffe und Kletterhilfen gibt. Plane deine Strecke sorgfältig, bevor du eine Felswand erklimmst. Sagt der Basim. Ja, das schaffen wir. Todessprung, let's go. Jetzt! Ja, Meisterin! Und jetzt? Ah, noch wieder. Was? Genug gesehen. Wir versuchen es morgen erneut. Nee, das glaube ich aber. Es war toll! War schlecht. Ich sehe es an deinem Körper. Du verlierst zu leicht das Ziel aus den Augen. Der Todessprung ist ein unabdingbarer Schritt auf deinem Weg zur Einführung. Er ist eines der ersten und heiligsten Rituale der Bruderschaft. Um ihn erfolgreich durchzuführen, musst du zuerst Geist, Körper und Seele in Einklang bringen. Ja, genau so. Nimm die Furcht an, besänftige sie, finde die Stille und dann lass los. Ja, Meisterin. Kehren wir zum Lager zurück. Hallo. Darf ich dich etwas fragen? Du darfst. Als ich in El-Anbar war, im Palast, wurde ich Zeuge eines Treffens zwischen dem Kalifen und 5 Männern mit Maske, Ordensmitgliedern. Der Kalif sollte den Gegenstand beschützen, den sie entdeckt hatten. Aber er wusste nichts von ihren Plänen. Er kannte nicht einmal ihre Namen. Wie kann es sein, dass der mächtigste Mann Bagdads vor den Gesichtslosen so ängstlich auf die Knie sinkt? Der Orden beherrscht solche Männer und ihre Imperien bereits seit Jahrhunderten, indem sie sie von ihrer Wahrheit überzeugen, dass sie die natürlichen Lenker des Weltgeschicks sind. Der Kalif war nur ihre Marionette. Und dasselbe wird auf denjenigen zutreffen, der ihm nachfolgt. Das gesamte Kalifat steht unter ihrem Einfluss. Na, dann schauen wir mal da auf. Was ist denn da los? Was ist das? Sieht aus wie Wasser. Ist das aber nicht. Sprich mit Fulad und sieh, ob er Hilfe benötigt. Das ist Wasser. Wir setzen deine Ausbildung später fort. Ja, Meisterin. Da sind wir also in Assassin's Creed. Hahn im Lager gesehen? Er bereitet den Empfang der So, da, hallo. Tabit. Hallo, Basim. Was beschäftigt dich? Um ehrlich zu sein, bin ich frustriert. Der Orden in Bagdad ist seit dem Tod des Kalifen nur noch stärker geworden. Und wir sitzen auf diesem Berg fest. Mentor Raihan weiß sicher, was er tut. Vielleicht sollte ich mehr vertrauen. Hast du Fulad gesehen? Wahrscheinlich ist er wie üblich in seiner Schreibstube. Aber gut, ich muss wieder an die Arbeit. Wir sehen uns. Er bereitet den Empfang der Gesandten der Taherian vor, Meisterin. Danke. Ja, da tut schon wieder angeln. Also angeln können wir wahrscheinlich auch wieder. Dann schauen wir mal da auf, wie. Oben ist noch was. Zack. Also, das haben wir in der Schreibstube anscheinend.
Perfekt. Ah, was ist das? Suchte wieder die Karten. Hier. Eine kleine Zeichnung? Meine Unterschrift. Damit du weißt, dass es von mir kommt und nicht von El Hassan oder schlimmer noch Abu Jafar. Ein Scherz, du verstehst? Auf bald. Ah, Basim. Wie geht es dir? Ja, Enkidu, gleich gibt es Futter. Ist klug. Und soll mit Klugheit nicht auch Geduld einhergehen? Das erinnert mich an jemanden. Hast du mit Meisterin Roshan gesprochen? Hab Geduld. Begegne deinem Fortschritt mit Wohlwollen. Ich nehme es mir zu Herzen. Roshan trug mir auf, dich aufzusuchen? Ach ja. Rivka braucht Lederstreifen. Kannst du sie aus dem Lagerraum holen? Muss Lederstreifen. Ach, ich, Fulat. Bis jetzt später. Ich ja. Fulat. Finde Lederstreifen. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Ausbildungsbericht Basim ibn Ishka. Er ist eingebildet, aber das ist nicht der Quell seiner Sorgen. In ihm steckt etwas Außergewöhnliches, doch er bewacht es so streng wie sein Herz. Ein Verborgener muss sich in den Schatten stürzen, doch Basim fürchtet, was er dort finden könnte. Fürchtet er den Sprung? Er vertraut nicht darauf, dass wir ihn auffangen. Ich würde ihm gern sagen, dass unsere Arme ausgestreckt sind, doch finde ich die Worte nicht. Neues aus dem Westen. Die Belagerung Konstantinopolis ist vorüber. Der Angriff der Russen kam wie ein Blitzschlag vom Himmel, wie der Patriarch es sagte. Die Nordleute plünderten die Dörfer unweit der Stadt und hinterließen große Schäden. Unserer Adlernester wird bald mehr Vögel in die Stadt Bizas schicken müssen. Neue Gefahren lauern am Horizont und ich bezweifle, dass die Nordleute schon mit uns fertig sind. Ein Bruder im Schatten. So, wir sollen jetzt irgendwelche Leinen holen. Lederstreifen, Leinen, Leder, Leinenstreifen. Sieht immer cool aus. Und da haben wir die Lederstreifen. Das ist es nicht. Was? Nicht? Okay, wo sonst? Ja. Es ist schwer, hier irgendwas zu finden. Naja. Müll. Vergesst die Federn nicht, Fulat. Erinnert die Botschaftshäuser in Bagdad daran, jede blutgetränkte Feder und jeden Auftragsbericht nach Alamut zu schicken. Jede Feder ist ein Sieg, sie müssen gesammelt und verzeichnet werden, auf dass sie nicht auf den Abfallhaufen der Geschichte enden. Es ist weit mehr als nur eine Zeremonie. Zukünftige Generationen von Verborgenen werden sich von unseren Aufzeichnungen leiten lassen. Unsere Vergangenheit muss unsere Zukunft begründen. Sie darf nicht ausgelöscht werden. Vergesst die Feder nicht. Das ist kein Lederstreifen. Wieder kein Leder. Oh Mann, Leder. Innerhalb des Kalifats beginnen uns unter Druck zu setzen. Kräfte? Du meinst den Orden, Aban? Ich kann nur über das sprechen, was ich weiß, Sadiki. Der Kalif wünscht die Auslöschung der Aufständischen. Und wenn ihr ihnen weiter Unterstützung gewährt, können wir euch keinen Schutz vor einer Antwort des Kalifats zusichern. Die Aufständischen versorgen uns in Bagdad mit Informationen. Ohne sie sind wir blind. Wie dem auch sei. Statthalter Muhammad ist fest entschlossen zu zeigen, dass er diesen Aufstand schnell beenden kann. Daran zweifle ich nicht. Ich kam, um euch zu warnen. Die Lage in Bagdad entwickelt sich schnell. Vielleicht müsst ihr schneller handeln als erwartet. Ich höre dich, Aban. Na ja, gut, den Lederstreifen haben wir schon mal. Und dann müssen wir zu Riefbar die bringen. Die diese Lande regieren, sind das Einzige, was zwischen Alamut und einem groß angelegten Angriff steht. Ein zerbrechlicher Frieden. Wie lange wird er bestehen? Was haben wir denn da? Die erste Klinge. Liebe Roshan, lege meinem Brief ein seltenes Fundstück bei. Eine uralte Zeichnung einer versteckten Klinge der ersten.
Sie ist ihren Namen, Xerxes Schrecken, dies war Dareios Waffe. Ich weiß nicht, ob unsere berühmte Fuhrfahrerin nach seinem Verrat jemals in ein geliebtes Persien zurückkehrte. Aber ich dachte mir, dass diese Klinge seine Klinge sollte in ein Geburtsland zurückkehren. Unter dir, Itamos, der Grieche. Lass mich ziehen, ACT. Ich hörte, suchst du immer noch. Und du jagst Gerüchten hinterher und rufst meinen Namen. Die Frau, die du verfolgst, ist tot. Und dieser Name liegt mit ihr begraben. Ich bin Roshan. Niemandens Tochter. Du wirst der Fehler. Ich denke meinen Schmerz in der Bruderschaft. In dieser Gemeinschaft kannst du keinen Anteil haben. Und die Sache ist grausam und unseresgleichen. Und lasse nicht zu, dass du verletzt wirst. Dreh um, alte Freundin, such nicht länger nach mir. Wie kommt der Bau voran? Es dauert länger, als wir erwartet haben, Said. Das ist sicher frustrierend. Mentor Daihan ist ein weiser Mann. Doch er spricht von diesem Berg, als wäre es vorbestimmt, dass wir hier bauen. Wir haben Geduld und folgen seiner Führung. Meisterin Roshan sagt, ich soll es nicht zu eilig haben, in die Stadt des Friedens zurückzukehren. Du solltest es gar nicht eilig haben. Bagdad hat sich verändert. Es ist gefährlich. Rivka? Basim, Basim! Streifst du jetzt nur noch ziellos im Lager umher? Nein, ich habe Leder für dich. Meintest du das? Wie es scheint, bist du den Holzschwertern entwachsen. Ich war dagegen, aber Roshan bestand darauf. Hier ist dein Dolch. Das ist der Dolch, jawohl. Und dein Schwert. Ich bin stolz, an ihm gearbeitet zu haben. Schwert. Ja. Oh, schon gut aus. Diese Klinge hat Charakter. Warum sollte ich etwas machen, das nicht einzigartig ist? Ich habe heute gewiss nicht mit neuen Waffen gerechnet. Ich stehe in deiner Schuld. Begleiche sie, indem du die beiden gegen den Orden einsetzt. Lass sie die Schärfe dieses Charakters spüren. Roshan sagte, heute stünden noch Übungen an. Zeig ihr dein neues Schwert. Ich freue mich schon. Inventar, Schwert und Dolch. Verteidigung, Schaden, geschärfte Klinge nach erfolgreicher Parade fügt der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu. Paraden fügen 25% mehr Verteidigungsschaden zu. Wenn du deine Verkleidung ausrüsten willst, das Aussehen deiner Montur überschrieben. Die Vorteile bleiben jedoch erhalten. Wie mit dem Wurfmeister, sprich mit dem Verborgenen, um zu lernen. Wie kommst du mit der Ausbildung voran? Nur hat mir eine neue Art gezeigt, mein Messer zu halten. Das hat meine Genauigkeit stark verbessert. Wenn man es genau so wirft, segelt es schnell und sicher durch die Luft. Weißt du nicht mehr, wie man ein Messer benutzt? Bei Allah, ein guter Wurf. Du hast mich dazu gebracht, mehr zu üben. Das ist der richtige Weg, Sadiki.
Ja. Flaschenzüge, jawohl. Hallo. Friede sei mit dir, Sayidi. Friede sei auch mit dir. Ich war vorhin in den Bergen unterwegs und der Anblick der Festung Alamut erfüllte mich mit Ehrfurcht. Mentor Raihan gebot uns, die Adlerhorste in den Gipfeln dieser Berge zum Vorbild zu nehmen. Ich erkenne den Einfluss. Frohes Schaffen. Allah sei mit dir. Friede sei mit dir, Sadiki. Friede sei auch mit dir. Hat Fulat dich geschickt? Nein, hat er nicht. Du hilfst also nicht bei diesen Felsen? Ich bin sicher, du meinst einen anderen. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich habe keine Zeit. Ich muss das Problem hier lösen. Dann will ich nicht stören. Oh. Was haben wir denn da? Gute Arbeit. Bis morgen. Basim, Zeit für dein Kampftraining. Ich war überrascht, als Rifka mir das gab. Ist ein Schwert nicht eine etwas grobschlächtige Waffe für einen Verborgenen? Als Verborgene müssen wir eine Vielzahl von Waffen meistern. Man weiß schließlich nie, wie sich ein Kampf entwickelt. Ein jeder kann ein Schwert führen. Aber wie wirst du es einsetzen? Ich bin hier, um zu lernen, Meisterin. Bist du wirklich hier? Aber und sonst? Ja, ich glaube schon. Körperlich bist du es, aber auch mit Geist und Seele. Ist das ein Rätsel? Nein, es ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Du musst auf mich zielen und mich umkreisen. Wende deinem Gegner niemals den Rücken zu. Ja, besser. Zeig mir erstmal schnelle Hiebe. Gut. Ich warte auf dich. Ausgezeichnet. Manchmal müssen wir mit mehr Wucht angreifen, um größeren Schaden anzurichten. Dabei bist du kurz ungedeckt. Also passe es gut ab. Und los! Ah, okay, schwerer Angriff ist A. Genau so! Schlag kräftig zu. Okay, okay. Sehr gut. Gut. Du kannst gegnerische Angriffe parieren. Nach ein paar erfolgreichen Paraden ist dein Gegner wie benommen. Versuche, meine Angriffe zu parieren. Ja. Pariert. Und pariert. Das ist gut. Na komm her. Ausgezeichnet. Einige Angriffe kann man nicht parieren. Man kann nur ausweichen. Okay, ausweichen ist Viereck. Okay. Denk nicht zu viel nach. Gute Arbeit. Ja, genau so. Gut gemacht. Ja, easy. Machen wir es doch einmal mit einem freien Kampf. Setze ein, was du gelernt hast. Nix. Das hat mich überrascht. Nicht schlecht. Hey, wach auf! Hol deinen Geist zurück ins Hier und Jetzt. Ja.
Keine Ausdauer mehr, die Ausdauer ist aufgebraucht. Sie wird durch Ausweichen und Angreifen verbraucht. Keine Ausdauer, kannst du nicht mehr ausweichen. Ausdauer füllt sich mit der Zeit oder du... Ah, erfolgreiches Speichern. Markieren. Nimm das! Wo kam das denn her? Ja. Für heute sind wir fertig. Warum hören wir auf? Vom Versagen lerne ich nichts. Wahres Lernen besteht zu gleichen Teilen aus Taten und Ruhe. Ersteres hast du getan. Nun suche die Ruhe. Überstürze die Übungen nicht. Hab Geduld. Versagen ist ein Teil des Fortschritts. Denke darüber nach und komm verbessert zurück. Ja, Meisterin. Das werde ich. Gut. Dann auf bald. See you later. Ahmad wird bald zum Haus der Weisheit zurückkehren. Ich fürchte, er begibt sich mitten in ein Schlangennest. Ich weiß, wie nah du deinem Bruder stehst. Bald wissen wir mehr. Dann können wir handeln. Friede sei mit dir, Abu Jafar. Ich bin Ahmad. Ahmad, entschuldige. Sei unbesorgt. Komm und wärme dich am Feuer. Unser Bruder Ahmad verlässt uns morgen. Nach Bagdad, zum Haus der Weisheit. Das Haus der Weisheit? Meine Brüder und ich arbeiteten dort über viele Jahre. Ich habe noch immer einiges zu tun. Die Wissenschaft wartet auf niemanden. Und ich erfülle meine Pflicht als Verborgener, indem ich unter den Gelehrten eure Augen und Ohren werde. Fulat, erzähl Basim die Geschichte von der Feder. Unser Brauch mit der Feder kommt aus Ägypten. Sie steht für die Federn der Ma'at. Die Federn eines Reihers wurden in das Blut der Zielpersonen getaucht. Diese wurden für das Urteil des Herrn der Duat hinterlassen. Es ist wichtig, dass wir bescheiden bleiben und unseren Platz kennen. Wir sind Boten der Gerechtigkeit und keine Richter. Hilft mir heute Abend jemand beim Wachgang? Ich komme mit dir, Nur. Ich muss mich bewegen, wenn mir heute noch warm werden soll. Ich danke dir. Lass uns gehen. Kommst du, Basim? Heb dir die Geschichten für später auf. Fackel ausrüsten. Kann ich dich im Vertrauen sprechen? Das weißt du doch. Ich hörte vorhin Mentor Raihan mit einem Gesandten reden. Mentor Raihan fragte, ob wir wegen der Verbindung zu den Aufständischen in Bagdad angegriffen werden. Sind wir hier in Alamut sicher? Ich weiß es nicht. Doch ich bemitleide alle, die diesen Adlerhorst angreifen. Warte mal, Arnold. Wie läuft die Wache? Es ist ruhig in ganz Alamut und ich habe solchen Hunger. Wir haben es nicht bis zur Hauptschlucht geschafft. Ausgezeichnet. Dann beginnen wir dort. Danke. Komm, Nur. Folge mir. Hier zum Beobachtungspunkt. Freust du dich auf deine Einführungszeremonie? Ja. Es ist, als hätte ich mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet. Vor meiner konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Dann kam über den Teppich. Was da? Ein bisschen aus Angst, um ehrlich zu sein. Wir alle fürchten das Unbekannte. Und ein großes Unbekanntes erwartet uns jenseits der Einführung. Du meinst den Orden? Ich sehe sie als ungeheuer aus. Das ist Murcha. Ein prächtiges Tier. Bald wirst du einen eigenen haben. Fulad hat mich einem Adler namens Enkidu vorgestellt. Er sagte, wir hätten viel gemeinsam. Und das war nicht als Kompliment gemeint. Sie sieht etwas. Folge mir. Auf geht's.
Ganz leise, Basim. Verstecke dich irgendwo. Wo sind wir hier? Wir nähern uns ihrem Lager. Die Überraschung ist auf unserer Seite. Bereithalten! Hört auf, so viel Lärm zu machen. Ich bin hinter dir. Wir müssen schnell zuschlagen. Jawohl. Einen Moment. Stehen bleiben. Moment. Stehen. Du rennst nicht mehr weg. Bin ich mit dir fertig. Männer da. Ja, next. Töten. Nur ein Fehler, du! Anders als die hölzernen Ziele, oder? Ja, ein bisschen. Das ist das nicht viel. Dieses Schwert. Was ist damit? Söldner aus Bagdad benutzen diese Waffen. Wir müssen die anderen warnen. Söldner aus Bagdad. Woher weißt du das? Basim hat die Art ihrer Schwerter erkannt. Ich glaube ihm. Hol ihn herein. Woher weißt du, dass diese Männer aus Bagdad waren? Ich bin auf den Straßen dort aufgewachsen und habe ihre Waffen oft und aus der Nähe gesehen. Hinter jedem Söldner steht jemand, der ihm seine Befehle erteilt. Ja, und wir müssen handeln, wenn wir erfahren wollen, wer das ist. Wir kehren nach Bagdad zurück und bitten Ali ibn Muhammad um Hilfe. Ah, natürlich, den Saib Asanj. Er ist ein gefährlicher und irregeleiteter Narr. Das mag sein, aber auch einer unserer wenigen Verbündeten in Bagdad. Wir brauchen ihn und seine Männer. Ich werde nach Bagdad gehen. Geh zu Ali. Finde heraus, ob der Orden diese Männer geschickt hat. Ja, gut. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Allah beschere dir Erfolg. Auf bald. Auf ein Wiedersehen.
Lass uns Werkstatt an, Fähigkeitspunkt haben wir schon mal. Oh ja. Friede sei mit dir, Basim. Ich muss zu Al-Hassan. Er erwartet mich. Jetzt nur Inventar. Kleidung ist ja nur normal. Fähigkeiten. Wenn du Fähigkeitspunkte bei Fähigkeitsknoten einsetzt, verbessert sich deine Kampf- und Schleichfähigkeiten. Schatten. Reden. Ja. Automatisches Einsammeln. Fährtensucher. Fährtensucher ist. Wie fühlst du dich an diesem verheißungsvollen Tag? Es ist seltsam, Al-Hassan. Mein Geist ist ruhiger, als ich es erwartet hätte. Ich dachte, ich würde stürmische Wogen in mir tragen. Doch stattdessen Stille. Weil du dich deiner Ausbildung verschrieben und nichts dem Zufall überlassen hast. Hier, Basim, das hast du dir verdient. Es ist eine große Ehre. Ich nehme an, du verstehst das. Eine Karte. Eigentlich die Karten wirkt. Und die anderen erwarten mich. Auf bald. Und danke, Al-Hassan. Gib dich zum Höhleneingang. Eingewickeltes Paket. Ich wäre geehrt, wenn du hier zur Einführung. Ich muss mich mehr anstrengen, um ihre Höhle. Wie fühlst du dich? Bereit, den Sprung zu wagen? Ich möchte, dass du weißt, es war mir eine Ehre, dir auf deinem Weg als Novize zuzusehen. Zum Mann. Ich bin dir dankbar dafür, dass du ihn mir aufgezeigt hast. Du ehrst mich. Komm, eine neue Robe wartet. Ah, sie steht hier gut. Komm, es ist soweit. Wie fühltest du dich an jenem Tag vor so langer Zeit? Sahen wir da in einer Höhle? Meine Hände waren schweißnass und Angst. Mir zitterten die Knie. Ich kann mir dich nicht verängstigt vorstellen. Erlaube mir an diesem wichtigen Tag ein Geheimnis mit dir zu teilen. Mut zu haben bedeutet, trotz großer Angst handlungsfähig zu bleiben.
Basim ibn Ishaq, bist du bereit, dein Leben hinter dir zu lassen und auf den Schattenpfad zu wandeln? Ja, klar. Das bin ich. Bist du bereit, den aufzugeben, für den du dich immer hieltest? Bereit zu opfern, was dir wichtig war? Das bin ich. Vergiss nie die Grundsätze, die du geschworen hast, zu befolgen. Aber auch länger. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde niemals die Bruderschaft. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Und aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Finger weg, Finger weg. Den selber noch anschneiden. Jawohl. Basim ibn Ishaq, du folgst nun dem Weg des Adlers. Willkommen, Verborgener. Du bist gestorben und wurdest wiedergeboren. Und nun kämpfe mit mir als Gleichgestellter. Bist du wieder unaufmerksam? Nimm das! Ich erinnere mich nicht, dich das gelehrt zu haben. Womit schlage ich als nächstes zu? Du hast mich gut ausgebildet, Roshan. Ist dir das aufmerksam genug? Ja! Helft mir! Nur! Was Nur? Nur! Ja, Nur. Bleib liegen. Spar deine Kraft. Er war unvorbereitet, musste Bagdad überstürzt verlassen. Hier, trink. Ali. Er ist fort. Sie haben ihn in der Nacht geholt. Sie? Der Orden. Bringt ihn in mein Zelt. Wenn Ali fort ist, sind wir blind. Der Orden hat Bagdad und seine Schritte in Nebel gehüllt. Wir müssen dorthin. Roshan und Basim, geht mit Fulad. Brecht sofort auf. Und nichts ist wirklich wahr. Major Camille.
Basim, wir sollten weiter. Ich würde mich gerne erst umsehen, wenn ich darf. Bagdad und seine Umgebung rufen nach mir. Wie du willst, aber spute dich. Es wird viel zu tun geben, sobald wir in Harbiya sind. Harbiya. Nach einem vergitterten Hof nahe Sharis Moschee Ausschau. Dort sammelte Nur seine Informationen. Und dort wirst du uns finden. Die Karten haben wir schon mal. Na dann. Bereit hier zu rufen, jawohl. Na dann. Okay, schauen wir mal. Im Winter. Monturen. Anpassung. Montur. Die Lücklinge. Wörter. Okay. Tasche. Bauteile. Material für Verbesserungen. Mhm. Fallen zu der Händler. Okay. Fähigkeiten. Fähigkeitspunkt. Wir haben gleich den und Rixer. Führt mich mein Herz. So, oh, was haben wir denn da? Interagieren. Let's go. Oder gesagt, analysiert die Gründung Bagdads. Gründung Bagdads, also ich habe seit 750. Okay. Kommen wir da, ja. Reittier haben wir ja. Reittier rufen. Ah, da kommt das Kamerio, ey. Abfahrt. Uiuiuiui. Geh auf Erkundungs. Wildnis im vollen Rang, Eingeweihter. Okay, aber hat sagen nix in Sicht. Ausblenden, nice. Sehr ist eingeblendet. Ja. Ah, was haben wir da? Was ist denn da vorne? Da ist ja wer. Hallo? Hallo, guten Tag. Steigen. Oh oh. So, ausweichen, komm, komm. Zack. Zack. Und einmal noch. Oh, ausweichen. Jawohl. Und zack. Wo haben wir noch Fleisch? Was können wir noch nix? Nur einsammeln. Okay. Okay. Warum haben wir da jetzt nichts gekriegt? Das geht besser. Sicher geht das besser. Was haben wir da? Was haben wir denn da? Nix. Lagerfeuer und das war's. Oh, schön. Da war ein Esel. Ja. Gibt nichts zum Essen. Kino, ja, okay, gut, da haben wir eine Fackel und das. Okay.
Ja, wie gesagt, wir schauen noch in die Mitte, also daher. Eins. Oh ja, Kamel. Yalla! Schauen wir mal, was wir dort vorne noch haben. Das ist schon mal eine Burg. Eine Ruine. Jetzt können wir uns auch schon was da. Nördliche Oase. Aber ein Aussichtspunkt, ja perfekt. Und sonst. Ja. Gehen wir zum Aussichtspunkt. Nehmen wir den Aussichtspunkt einmal her. Das ist der erste Aussichtspunkt. Oh, da liegen ja Knochenwürfel. Und Bauernfeder. Ja, dann gehen wir auf. Da geht's auf, ja, wie. Zack. Oh, einsammeln. Hilfsmittel voll. Synchronisieren. Wichtige Ort entdeckt. Nächster Synchronisationspunkt. Da drüben. Wie kommen wir da? Okay, da ist nichts so. Kommen wir da auch noch? Ja, das ist nur eine Oase. Zum nächsten Aussichtspunkt. Ist das eine Pyramide, oder? Baki. Bühnen von Dur Kurika zu. Entdeckt. Unten haben wir schon mal irgendwas. Ein Eingang. Obi mit dir. Rein ins Wasser. Mit Ruhe. Plündern. Material für Verbesserung. Und Material zur Verbesserung bei Erkundung der Welt. Öffnen von Drohnen und durch das Abschließen bestimmter Aktivitäten. Oh, hallo? Ja, da herkommen. So, wenn wir die Wurfmesser ausrüsten, könnte eigentlich das passen, dass wir zack. Hey, was war das? Hätte ja. Heute nicht, wenn ich dich finde. Hier bist du nicht. Tja, du hattest nicht mehr. Wir sind Stress und ciao. Was ist hier los? Ich wäre in Stimmung, etwas Blut zu vergießen. Ja. Ja. Hör zu, wenn dein Meister redet!
Ich muss mal sagen, wie viel das das sind. Ist das welche in Kalle, oder nicht? Da, komm, ja. Da, geblockt und dann. Und das war null. Ja, okay. Einsammeln. Mal einmal. Auf die Seite loslassen. Da können wir einer, da haben wir mal nicht Ruhe. Mal plündern. Ja, Bauteile, Leder und Stahlbahn. Haben wir wieder. Ah, das kennen wir eh schon von Valhalla. Einsammeln. Ein Dirham. Okay. Den erwischen wir, komm. Sogar mit Chicken Nuggets, perfekt. Ja, so perfekt war das jetzt wieder nicht. Mit Ruhe, da haben wir einen Wolf, müssen da mal ein Tier haben. Da haben wir Essen, da haben wir nochmal Essen. Aber ich hoffe. Was haben wir da einsammeln? Tiere haben, ich hoffe, oder? Ja. Das respawnt perfekt. Warte mal. So, jetzt müssen wir zielen. Ja, geht. Und da hier oben nix. Nö, ja, dann gehen wir noch weiter. Um 40 Meter haben wir die Truhe. Da ist eh nix. Zack, zack, zack. Oh, was liegt denn da? Tierrahmen. Ah, da. Oh, oh, oh. Oben ist nix. Was raschelt denn da so? Was ist denn da? Wir haben Hasenpfote. Ein Wasserfall ist da. Durchtrennbare Ketten. Hätten die leider noch schwere Gegenstände erhalten, kannst du mit den Adlage hervorheben, durchtrenne mit einem Wurfmesser. So kannst du auch Alarmvorrichtungen. Wo haben wir denn da Alarm? Er ist down. Was? Hä? Nicht erwischt. Findet uns nicht. Wie sind es nur einer? Der letzte da unten. Gepanzerter Gegner, der Torso bestimmter Gegner ist durch eine Rüstung geschützt. Sie ist sowohl für Distanz als auch eine undurchdringbare Versuche hinter solche Gegner zu lang, um Schaden hinzuzufügen. Verteilt euch, er kommt nicht weit. Ja, sei. Okay, dann am besten. Rieche deine Angst. Wir haben ein Geschenk für dich, Feigling. Was ist da oben? Ein wenig Loot. So, Hasenfutter, Pfauenfeder. Wir müssen zu dem einen. Genau, bis Geburt. Ich brauche
Fertig! Seine Beine sind verwundbar. Da kommst du nicht durch, du Narr! Bleib weg! Und der ist einmal down. Ich jetzt dran? Ich besieg niemand! Oh, dann ist halt so down. Was da? Wir haben jetzt sehr viel Loot. Oha. Okay, eine Höhle mit Wasserfall. In Lündern. Gesundheit ist voll. Ja, da gehen wir noch hat. Nochmal aus da. Loot. Dolch der Verborgenen. Wie schaut der Dolch der Verborgenen aus? Laden. Ein Vergift. Wird der Gegner in Nahkampf zu töten, schafft eine Giftwolke die Gegner in der Nähe schadet. Auch nicht schlecht. Mehr Schaden und Barriere ist jetzt da besser. Aber eingeweihte verborgener Rang. Und da können wir nicht weiter. Das ist gegangen. Ein Wasserfall. Okay, wo kommen wir? Na, dann schauen wir doch auf. Sammeln aus. Interagieren. Oder gesagt, aktualisiert. Durgurigalzu. Am Rande Bagdads steht etwas, das auf den ersten Blick wie ein verwitterter Hügel aussieht. Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass es sich um eine 60 Meter hohe Konstruktion aus Backsteinen handelt. Gemäß einer Inschrift, die auf einer dieser Steine gefunden wurde, wurde sie im 14. Jahrhundert vor und zu im Auftrag von König Gurigalzu II dorthin gebracht. Es ist das letzte noch stehende Gebäude der früheren Hauptstadt des Kassiten-Imperiums. Durch Gurigalzu die Festung Gurigalzus. Die Kassiten beherrschten Zentral- und Südmesopotamien, Irak. Im 16. bis 12. Jahrhundert. Ihre genaue Herkunft ist so unbestimmt.
Sie nahm jedoch viele der kulturellen und politischen Praktiken ihrer babylonischen Vorgänger an. Dazu gehören unter anderem die Errichtung von Zikkurat-gestuften Gebäuden, die als Tempel dienten. Der Zikkurat des Didur-Gurigalzu war 69 x 67 Meter groß, nur der Kern davon hat überdauert. In ihrer Umgebung fanden sich ein königlicher Palast und eine ganze Stadt, die beide von Elamitern aus dem Südosten Irans zerstört wurden. Die Zikkurat diente über Jahrhunderte als Tempel, wurde aber schließlich ebenfalls aufgegeben, obwohl die Zeit und der Sand übersehbar in ihr genagt haben, bleiben sie dennoch eines der auffälligsten Bauwerke der Gegend und wurde zum mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reisenden häufig mit dem biblischen Turm von Babel verwechselt. Weiß man jetzt dann, ob das echt oder unecht ist? Ja, dann gehen wir auf wieder. Den Schnellreisepunkt haben wir. Und schauen wir, dass man da irgendwie aufgekommen hat. Eine ist haben wir. Vögelchen hergeschissen, perfekt. Ein wichtiger Ort entdeckt. Nicht da oben. Was? Haben wir vorher den Aussichtspunkt nehmen sollen. Vor uns kann sich nichts verstecken. Huh!
Was entdeckt? Wassermühle. Ja, was ist denn da? Kragen. Bambus. Ja, dann da mal den nochmal da her werfen. Was da? No, hoi. Fangen wir an mit Ambus. Loslassen. Hotel Leder Stallbahn. Einen Schlüssel finden. Der Schlüssel ist kein Problem. Waffenmesser. Was ist der Schlüssel? Hat man sich mal den Schlüssel da? Verlorener Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel bei dieser Wassermühle verloren. Er muss geborgen werden. Der haltet Ausschau danach und bringt ihn mir sofort zurück, falls du ihn findest. Und was du auch tust, erwähne es nicht Ali gegenüber. Er hat mir diesen Schlüssel anvertraut und wenn er herausfindet, dass ich ihn verloren habe, wird er mich mit dem Zorn von 1000 Löwen verbüßen lassen. Ah ja, da. Landwirtschaft. Wir müssen da irgendwo tauchen. So taucht man aber nicht. So taucht man auch nicht. Was ist denn da los? Wenn ich da ins Wasser, bist du Wasser scheu? Hallo? Mit ihr. Tauchen, hallo. Den Schlüssel nehmen. Okay, dann können wir da nicht tauchen. Wie du es seht. Wie den Schlüssel haben wir? Was haben wir da? Ah, das war das Gelesene. Nehmen wir da oben. Zack. Machen die Truhe auf. Verbesserungsplan, Dolch der Verborgene. Erhalte Verbesserungspläne, in denen du Leuten in Bagdad hilfst, Truhen öffnen und bestimmte Aktivitäten abzuschließen. Bringe die Verbesserungspläne zu einem Schmied. Ja, Loot haben wir da auch noch. Okay. Die Rahmen. Synchronisieren. Synchronisation erfolgreich. Irgendwas stimmt da sowieso nicht. Ja, vergiss das. Wer? Auf das darfst du sowieso nie schauen. Nein, ich sag, irgendwas stimmt. Nein, so gesehen gar nicht. Nein, das ist nicht das so allgemein immer. Wow, wenn wir kennen was. Jetzt. Jetzt, okay. Alter.
Warte mal. Gibt's ja nicht, oder? Hab ich da wirklich? Na. Ja. Weiß ja nicht, um was geht. Ich denke mal, so habe ich nichts aufdeckt. Also, ich habe aufdeckt, aber habe keine Sachen gesehen. Nix. Ja. Nein, nicht da habe ich mal, Alter. Aber ich habe keine Sachen gesehen, weil die Karten nicht zubezoomt habe. Deswegen sucht man keine Sachen. So, ich habe da irgendwas markiert. Hat die Dünen jetzt angeschaut oder nicht? Legende, entdeckter Ort. Ah, okay. Lässt sich zum Tausch gegen eine Machtmünze wieder unbeschollen werden. Das ist ein unentdeckter Ort. Das ist ein unentdeckter Ort. Okay, Schnellreisepunkt. Die straffende Gesichts... Das war's, danke fürs Zuschauen und ein Ciao.